Also wir haben heute im Beschäftigungs- und Sozialausschuss einen großen Erfolg gehabt in Bezug auf die Arbeitszeitrichtlinie. Wir haben erreicht, dass es Opting-out, was im Moment in der Arbeitszeitrichtlinie ist, auslaufen soll nach 3 Jahren, wenn die neue Regelung in Kraft tritt. Und damit sind Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geschützt und für sie gilt durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 48 Stunden. Wir haben auch den großen Erfolg gehabt, dass wir nicht zugestimmt haben, dieser neuen Definition von Kommission und Rat, Bereitschaftsdienste in inaktive und aktive Teile zu teilen, sondern gesamte Bereitschaftszeit als Arbeitszeit muss als Arbeitszeit angerechnet werden. Und es muss bei diesem Bereitschaftsdienst sowohl die wöchentliche als auch die tägliche Ruhezeit, die in der Arbeitszeitrichtlinie ist, beachtet werden. Das ist ein großer Erfolg des Parlaments. Besonders freue ich mich über den grünen Änderungsantrag, der das pro Person als gültig erachtet und nicht pro Arbeitsvertrag. Das bedeutet, auch wenn eine Person mehrere Arbeitsverträge hat, für sie gilt die durchschnittliche Arbeitszeit von 48 Wochenstunden als europäisches Minimum für die, eine vernünftige Arbeit. Das heißt eben, dass damit der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gesichert ist für jeden und jede in Europa.